Ich glaube, da waren noch einige Gebiete, die ich gesehen habe, wo wir noch gar nicht waren. Ich jetzt gerade mal gucken. Ah, komm schon. Wir waren nämlich noch gar nicht. Wir waren noch nicht in der kaiserlichen Zitadelle. Julias Zuflucht. Komplett, keine Ahnung. Wir waren noch nicht hier unten im Heim des Orakels und so ein Shit. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier ist. Hier haben wir noch. Hier Majelka waren wir noch nicht. Tetima waren wir noch nicht. Wir waren Hyoborea noch nicht. Altertum gibt es wahrscheinlich auch noch ein, zwei Sachen, wo wir noch nicht waren. Uralter Wald waren wir. Na gut, hier gibt es nur einzelne Sachen, wie es seht. Uralte Höhle waren wir auch. Hier waren wir nicht. Der grüne See. Die grünen Seen. Und hier waren wir auch noch nicht hier. In zerstörte Küste. Gut, ja. Hier würde ich halt wirklich. So. Naja. Also wir. Das ist halt krass. Das ist halt wirklich krass. Eigentlich, was das da gerade ist. Was ist das da? Der verderbte See. Ist das da, wo wir hin müssen? Eigentlich sieht das hier so aus. Ich geh mal da rein. Let's go. Ist jetzt wieder ein anderes Zeitalter oder so? Erkunde den verderbten See. Ach! Okay. Wo ist das jetzt? Ah! Da würde man dann auch hinkommen, wenn man zufälligerweise einen Schlüssel hätte und den Dungeon machen kann. Ja. Wäre dem nur so, ne? Wäre dem nur so. Könnte man das machen. Das wäre echt cool. Ist okay, ja. Was für mich droppen wäre einfach lästig, ne? Also, ja, warum sollte man das tun? Macht ja auch gar keinen Sinn, dem Mage Sachen zu geben. Überhaupt gar nicht. Ach, Mann. Gott sei Dank kann man nachher für spezifische Sachen farmen und ich sehe das jetzt noch nicht so ganz eng. Dass man während der Levelphase halt noch nichts bekommt. Wäre natürlich auch weniger schlimm, wenn man einen Lootfilter wahrscheinlich eingestellt hätte. Huch! Hatte ich schon zu viel? Ah gut, da kann man noch ein bisschen, ja. Was hier alles ist. Ja, ich weiß.
Gut, okay, dann lassen wir es halt. Ist das was Gutes? Nee, natürlich nicht. Na gut, eine Spitzhacke wird auch wahrscheinlich nie für den Magier gut sein. Ich glaube, die leveln irgendwie so ein bisschen gleich, auch wenn ich die nicht, nicht so häufig benutze. Mein Fireball und mein anderes Ding. Dann machen wir hier mal Durchdringung mit rein. Nice, ich kann endlich das Ding an einem Ort placen. Das wird jetzt sehr geil. Wenn das nicht mehr um mich drumherum ist. Jetzt wird das auch richtig benutzbar. Holy shit. Nice. I am not a man of many pockets. Kann er überhaupt was? Nee. Dena-Schaden und Dena-Zauber. Dich nehme ich ganz sicher nicht mit. Der steht wieder auf. Ne, wäre lustig, wenn die zweimal dann Sachen droppen können, einfach wenn ich wieder aufstehe. Okay, besiege den Propheten des Ruins. Ist das der? Nee. Wer ist das nur? Da hinten müsste er stehen. Nee. Ah, warte. Der hat erhöhten Schaden im Laufe der Zeit. Ist aber ein Schurkenbogen. Cool. Kann ich dann gar nicht tragen. Der hat zwar gute Stats. Den kann ich aber gar nicht anziehen. Auch was Schönes. Gib mir Mage-Stats, die ich brauche, und leg's auf ein Item, das ich nicht anziehen kann. Ach, herrlich. Das Spiel findet echt Wege. Also muss man halt jetzt einfach mal sagen, ne? Nice. Ich hab ihn besiegt. Okay. Kann ich's verkasten? Wieder nicht. Okay. Und dann einfach noch Götzenslots bekommen. Ja. Geil. Geil, geil, geil. Okay, jetzt kann ich hier... Actually... Actually kann ich jetzt wahrscheinlich hier reinskillen. Gibt es auch nochmal mehr Entzündungschance? Elektrifizieren will halt niemand. Das wäre defensiv. Ja, dann... Achso, ja, dann muss ich einmal hier reinskillen. Okay. Dann gehen wir da drüber. Gehen wir nämlich für den krasseren Damage. Was ist denn eigentlich den Debuff, den ich da die ganze Zeit bekomme? Ach, hier ist auch schon Ende. Okay, ich glaube, den anderen Dings gehe ich jetzt nicht durch. Ich glaube, das war auch so ziemlich, wo wir überall hin mussten, ne?
Ja. Könnten wir jetzt wieder ins imperiale Zeitalter und wirklich dahin zurückgehen. Aber ich glaube, dann würden wir auch nicht mehr so lange machen. Und actually gleich schon Schluss machen. Ich würde noch einmal zu dem Lager da hinsteppen, weil ich glaube, das ist nicht so weit weg. Ich glaube, wir müssen aber da oben rum. Quasi an dem Portal vorbei. Das macht Sinn. Sind auch gar keine. Ich wollte gerade sagen, hier sind auch gar keine Gegner mehr, aber da ist noch einer. Die leben einfach nur zurückgezogen hier. Hallo, dann halten wir mal den Ring dort dran. Dann halten wir mal den Ring dort dran, danke. Eieieiei. Are you? Wer bist du? Auch egal. Seit ich das sehe, gehörst du zu den Lebenden. Rein mit dir, bevor die Imperialen dich hinwecken. Ich suche einen Mann namens Alrik. Du wirst wohl mit dem Seherin sprechen wollen. Du findest sie etwas weiter hinten im Lager. Ich würde dich ja hinbringen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Wenn du mit ihr sprichst, sag ihr, wir müssen weiterziehen. Dass wir überhaupt so lange hier bleiben, ist ein Spiel mit dem Feuer. Jo, ich geb dir Bescheid. Oh, hier ist eine Truhe. Einfach gratis Stuff. Okay. Ja, für den da habe ich Platz. Für den Götzen. Den da habe ich Platz. Neues Gesicht. Ist immer willkommen. Wenn du Essen oder Heilung brauchst, keine falsche Scheu. Frag einfach. Ich suche den, wo man Alrik finden kann. Ah, du wirst mit der Seherin sprechen wollen. Ihre Magie wird ihn finden, ganz sicher. Darf ich fragen, wieso du Alrik suchst? Zuletzt hatte ich gehört, dass er auf eine Mission für die verstoßenen Königin war. War in Valrim, aber die Imperialen haben ihn versetzt. Oh je. Ja, Alrik, den ich kenne, wäre schon mit einem Haufen befreiter Gefangener und jeder Menge Geschichten über seinen Sieg zurückgekehrt. Wenn man ihn gefangen und irgendwo hin verschleppt hat, bei den Göttern, ich hoffe, er ist in Sicherheit. Bitte sprich mit der Seherin und sag ihr, was passiert ist. Was kannst du mir über Alrik sagen? Du musst von weiter weg aus dem Imperium kommen, als ich dachte. Jeder, der die Verstoßenen kennt, kennt auch Alrik. Der Magier der Verstoßenen, der sich selbst über Geheimnisse lehrte, die aus Valrim zurückgestohlen wurden. Der engste Vertraute der verstoßenen Königin. Der Rebell, der mehr der Lebenden befreit hat, als wir zählen können. Okay. Ich kann fortfahren, aber dann wären wir noch Stunden hier. Bitte, wenn ihr in Schwierigkeiten steckt, du musst ihm einfach helfen. Okay, werde ich machen. Kein Problem. Gehen wir irgendwie hin. Hier oben ist wahrscheinlich nichts, ne? Oder haben hier Viecher irgendwie ihren Platz gefunden? Oder vielleicht so die eine oder andere Truhe? Hat hier eine Truhe ihren Platz gefunden? Ja, da sind Viecher. Hä? Ach, hier geht's noch. Ach, da oben. Alright, da oben geht's noch weiter. Das ist wahrscheinlich der abgeholzte Wald und so ein Shit. Oder das ist der Turm. Okay, gehen wir erstmal nach unten. Wir müssen ja jetzt noch nicht weitergehen. Dass ich hier auch casten kann, ne? Das ist auch lustig. Mach euch nichts kaputt hier. Nee. Was ist jetzt? Du. Brauchst du etwas? Sollen wir mal das Eirik fickern? Müssen wir die Seherin bauen. Sind sie etwas weiter hinten im Lager? Das kannst du mir Seherin sagen. Das wird neu sein. Sie ist unsere Anführung hier. Bevor sie zurückgetreten ist, hat sie alle Verstoßenen angeführt. Natürlich bedeutet der Rücktritt nur, dass sie auf den Lager hier konzentriert, wo die Schlacht am heftigsten tobt. Warum sind die Verstoßenen hier? Wenn du den See meinst, ist es einfach, sich zu verstecken und umzuziehen, wenn nötig ist. Normalerweise. In letzter Zeit haben hier mehr Imperiale herumgeschnüffelt, als mir lieb ist. Die Region meinst, wir sind hier genau zwischen Valrin und Tetima.
Das, was bedeutet, dass alle Lebenden, die von den untoten Bastarden gefangen werden, an einer der beiden Orte gebracht werden. Wir haben mehr Lebende befreit, als wir zählen können, aber wir haben beinahe genauso viele verloren. Besser im Kampf gegen die Untoten zu sterben, als einer von ihnen zu werden, sage ich immer. Oder noch schlimmer, für ihre Experimente ausgeweitet zu werden. Danke für deine Hilfe. Okay. Einmal mit der Seherin reden. Hallo Seherin. Von dir hat jeder geredet. Also, dich und deine Epoche. Ich habe dich erwartet, Reiser. Dich und deine Epoche. Die Seherin hat's gesehen. Und wie? Ich bin eine Seherin. Bewahre Informationen aus aller Zeit auf. Du warst da. Du warst da, als alles seinen Lauf nahm. Aber jetzt bist du hier, nicht nur mit einem Splitter, sondern mit der vollständigen Epoche. Mein Volk verlor damals die Hoffnung. Deine Anwesenheit ist entweder ein Segen oder eine Vorwarnung für das Kommende. Ja, was soll das heißen? Mein Volk nannte man einst die Hüter. Die ersten, die zusahen, als Eterra die Epoche in drei Splitter zerbrochen hat. Einer versteckt in einem Tempel, einer, der durch Wissen verteidigt werden sollte und einer, der durch Geheimnisse behütet wurde. Interesting. Wir haben sie nach Kräften beschützt, dass du angeleitet wurdest, sie nach all dieser Zeit zusammenzufügen. Vielleicht passt es da, dass ich die Letzte bin. Ich muss Alric finden. Ach stimmt, ich kenne, dass der Junge auf diesen Ring abgefärbt hat. Sag mir, wenn du bereit bist, dann können wir das Ritual beginnen. Ich bin bereit. Okay, ja, die Frau beginnt mit einem Gesang. Der Ring schwebt über ihre Handfläche. Ich kann ihn beinahe sehen, irgendwo im Dunkel. Aus der Ferne sind Schreie und Kampfgetümmel zu hören. Sie haben uns entdeckt. Legen Sie schnell, während ich das Ritual zu Ende führe. Die Seherin? Was? Ach Gott. Hallo. Ich könnte nur von da kommen, oder? Jo. Sag mal. Denk, wie bist du denn? What the heck? I am not a man of many pockets. Natürlich. Ja, irgendwas anderes hier? Was cool ist? Nee, ne? Natürlich nicht. Oh, mach. Gut. Serie. Welcome, traveler. Danke. Das erfährt jetzt. Ergibt alles Sinn. Was ich gesehen habe, ist nicht gut für Alric. Ich habe Knochenwände und abgewitzte Käfige aus Metall und Grausamkeit gesehen, doch alles andere war nur die weitläufige Dunkelheit des Meeres. Ich hatte schon Gerüchte über Admiral Harten vernommen, einem der Diener des Imperators, der ein Kriegsschiff bauen lässt. Alric ist ein Gefangener darauf. Es ist allerdings noch nicht zu spät. Das Schiff liegt noch am Hafen. Danke. Okay, gut. Perfekt. Also das heißt, wir müssen das nächste Mal in den... Hafen hier, also hier so basically da so rein, ne? Vorher würde ich aber wahrscheinlich in den abgeholzten Wald dort noch das Dings holen und dann können wir weitergehen, weil dann kriegen wir auch den die Seelenfeuerbastion. Wenn wir denn den Schlüssel haben, können wir da auch rein und wie bei dem anderen, dann wenn wir drin sind, kackt das Spiel ab, Schlüssel gone, alles was wir gesammelt haben ist zwar noch im Inventar, aber wir können den Dungeon nicht mehr betreten. Good boy. Naja. Schneckritchen! Danke für den Raid! Ist aber ein schlechter Zeitpunkt. Ich wollte gerade aufhören. Ich bin gerade fertig mit meinem Last Epoch. Eieiei. Danke, danke. Hi! Na? Ja, dann müssen wir actually wahrscheinlich noch so ein klein bisschen weiterspielen, ne? Wenn ihr jetzt schon da seid. Auch gerade aufgehört. Perfekt. War die auch schön, Last Epoch am Spielen? Die angestiegene See. Ja, dann gehen wir. Dann komm. Dann machen wir noch kurz. ich versteh's. Naja, ja, gut, ist es ja Wochenende, ne? Danke für den Follow. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Wait, wir können auch hier was
Warte mal. Warte mal, ich kann auch. Kann ich hier nicht. Ging's nicht, dass man irgendwie einen Shoutout macht? So richtig toll? Ich glaube, das konnte man machen. Irgendwo. Aber frag mich nicht wo. Ich würde dir gerne einen Shoutout geben. Danke. Ich find's nicht. Dammit. Das nächste Mal vielleicht. Ich bin zu doof, um das immer zu finden. Also actually zu smart. Übersehe das. Yo! Schlaf gut. Wünsche dir eine erholsame Nacht. Ja. Das Saarland ist ein schönes Land. Auch wenn jeder immer was anderes behauptet. Warte, ich glaube, wir müssen da hoch. Noch einmal den TP da nehmen. Oh, du lebst in Irland und kommst aus Trier. Nice. Meine Freundin hat in Trier studiert. Da bin ich immer hingefahren. Ich hatte da eine Wohnung. Aber jetzt wohnen wir zusammen. Im wunderschönen Saarland. Am Boostalsee. Richtig schön. Ja, ja. Hier ist aber auch schön. Aber, warte. Ist das dann nicht so ein bisschen Kulturschock? Oder lebst du in Irland auch in so einer Stadt? Weil Irland... Keine Ahnung. Ich komme jetzt irgendwie... Das kommt mir sehr, sehr weit vor. Und Trier ist ja schon ein bisschen größer. War ich off-trim? Oh, absolutes Land. Ja, geil. Schön. Schön. Das muss richtig, richtig cool sein. Actually, Irland hatten sogar meine Freundin und ich vor, mal hin. War das Irland? Nee, das war Island. Ach, nee, verwechsel ich. Wir wollten Polarlichter gucken gehen, aber das war Island. Ach, nicht Irland. Irland. Ein Arbeitskollege von mir, seine Frau kommt, glaube ich, aus Irland. Das war das. Echt cool. Ja, ja. Wo man die Deutschen nicht überall findet, ne? Wo man sie nicht überall findet. Ja. Wie gesagt. Dir eine gute Nacht. Ach, da geht's weiter, okay. Da will ich aber rein. Ich hoffe, das ist richtig. Der Abgeholz soweit. Nice. Danke für das Primo. Ei. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Geil. Boah. Vielen, vielen Dank. Das ist echt cool. Dankeschön. Ja, dann muss ich dich die Tage auf jeden Fall mal... da muss ich mich auf jeden Fall bedanken. Ne? Also, wenn du die Tage doch mal streamst, komm ich auch mal vorbei. Definitiv. Jawohl. Hier den Port besorgen. Damit wir actually an... Ach. Der backt so ein bisschen rum, ne? Also der ist noch nicht so hundertprozentig, der Flammenansturm. Der ist noch nicht so hundertprozentig.
Ah, viele Gegner, viele Gegner. Nee. Raus hier. Stirbt. Danke. Einmal überleben. Hier sind auch nochmal so Seelendinger. Kein Mana. Aha. Oder? Ich bin hier wieder ja leer. Ach Mann. Ich laufe hier jetzt einfach mit vollem Inventar die ganze Zeit rum. Ja, das ist nochmal so ein Dude, ne? Da könnte man nochmal was Gutes rausbekommen, vielleicht. Erstmal den Port. Aktivieren. Sehr schön. Und dann können wir hier den Boy nochmal holen. Aber erstmal Level. Erstmal. Wir brauchen mehr Damage. Okay. Ich kann wahrscheinlich nochmal Materialien einlagern. Sortieren und vielleicht mal so ein, zwei Sachen hier wegwerfen, die ich eh nicht mehr brauche. Der Zauberschaden ist schon cool. Hallo. Hey. Okay, die sind relativ cool, aber ich glaube, den Chip brauche ich nicht. Dann sortieren wir wieder und dann können wir bestimmt das, was der hier droppt, aufnehmen. Komm schon. Bitte. Irgendwas Gutes. Erstmal ihn besiegen. Das wäre vielleicht. Na! Sterben Sie, mein Guter! Kein Mana. Hallo? Ich muss echt mal gucken, dass ich irgendwie einen besseren Mana-Haushalt bekomme, ey. So, perfekt. Oh! Oh, gleich. Okay. Wir gucken. Please. Bitte. Erstmal die da. Nein! Bin ich! Geil! Endlich mal! Ah! Geil! Direkt gönnen. Direkt gönnen. Oh mein Gott. Oh, ich habe was mit Feuerschaden bekommen. Und die Handschuhe? Ah! Die habe ich schon. Aber naja. Sind auch nicht wirklich für einen Magier. Nee. Aber endlich mal so ein geiles Teil bekommen. Mann. Yay. Loot, den man gebrauchen kann. Au! Das tut weh. Okay. Ich glaube, da hinten ist dann. Also, wahrscheinlich ist es da hinten, das. Die Tür, wo wir hin müssen, aber wir wollen natürlich alles erkunden hier. Hier verbirgt sich noch irgendwo eine Truhe, die man sonst übersehen würde. Wir gehen nämlich dann auch einmal hier auf die andere Seite. There you are! Oh, was ist denn das? Oh, nee. Was ist denn das für ein Gefährt? Erstmal die da aufsammeln. Haben wir das da? Nee. Was bist du denn? Eine Ramme. Eine Ramme, wie das so aussieht.
Das ist ja cool. Wenn die angefertigt oder was ist das denn jetzt? Vielleicht habe ich hier zwei Wege. Gibt es hier actually zwei Wege? Ach, das sind die Ruinen von Etendel. Ah, wahrscheinlich sind die das da unten dann. Ja, dann einmal hier runter. Für Completion. Wir müssen ja eigentlich nebenbei sterben. Nehmen wir hier noch Splitter mit. Ja, hier noch. So. Die Gebiete sind aber auch immer groß, ne? Also die werden auch nicht kleiner. Aha. Okay, dann haben wir das da jetzt. Dann kann man da wirklich mal da hochgehen. Und die Türe holen. Einmal ein bisschen stacken und dann da reinfeuern. Und ein bisschen den Dot sein Ding machen lassen. Wenigstens ist jetzt bis zur Tür linear und dann nicht noch 5000 Abzweigungen. Fools, Fools! Ja, sind alles Fools hier. Nicht nur Fools. Auch welche, die wirklich ein bisschen Damage machen. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, Intelligenz erhöhter Elo. Oh mein Gott. Der Ring ist ja mal anders gut. Ja. Nehme ich. Nehme ich direkt. Mal sortieren. Warte, ich habe doch irgendwelche Götzenslots nochmal bekommen, ne? Mana, Feuerbeständigkeit. Bisschen mehr Mana ist schon ganz gut. Ich glaube, wir müssen sowieso nochmal Blitzwiderstand. Ja gut, ich mache die jetzt mal voll. Die müssen eh nochmal ausgetauscht werden. So, Seelenfeuerbastion. Come on. Seelenfeuer. Hey, you, over here. Hey, you, over here. Ah, du bist doch eigentlich ein Feind. A living so far from one of the cities. Though I shouldn't be surprised. I saw how easily you tore through our ranks. Ja, warum greifst du mich nicht an? Ease. I have no desire to fight you. Even if I did, this would be no place for me to draw weapons. Some Imperial commanders are, how should I say, touchy about others acting in their territory. Grimm der Seelenspieler, okay. Soulfire Bastion here, Cremorous, is particularly sensitive about this sort of thing. Which reminds me, I had a reason for striking up this conversation. Not that it hasn't been pleasant so far. Okay. You put a smile on my face if we undead weren't always grinning. Simply put, okay. Cremorous has been experimenting with a new form of soul magic in there. Very interesting stuff. Could revolutionize how we process souls for power. Oh, und der Haken? Unfortunately for Cremorous, my patron would not be very pleased by his success. And I happen to have met a living adventurer with a knack for slaying undead. Isn't that right? So what do you say?
Barge in there in the name of the living. Wreck up the place. And put Kremoris out of commission for a while. Now I even sweeten the deal a little. Bring me some of those soul embers he was experimenting with, and I'll see what I can trade you for them. Okay. Jetzt die Frage, warum kann er das nicht einfach so machen? Plausible deniability. The immortal emperor wouldn't be happy to find out his loyal subjects were sabotaging each other like this. Much easier to say that your path of carnage veered up this way. Okay. Okay. Hi, Luca! Verwendeten überhaupt sabotieren? It's no dust off my bones what happens to Kremoris. My Patron ensures I'm paid handsomely. Okay. And as long as I'm flush with souls, I'm happy. Okay, gut. Ja, gut. Komm halt deinem Wunsch nach. Sloshing around up there for a reason. Best decision you've ever made. Feel I need to warn you though. There is a bit of fire in there. And when I say bit of fire, I mean he keeps an inferno stocked in that place. Okay. Not to mention the necrotic fires he's been experimenting with. The soul embers may be able to help you though. Uh-huh. Those soul embers up and you may be able to protect yourself from the fires in there. Though from what I've seen, it only protects you from one type at a time. Nee, you'll figure it out. Hm? Was? Oh, you're not the first living I've made this deal with. Here's to hoping you're the first one to meet me at the other end of this place. May the immortal emperor smile on you. War so klar, war so klar. Natürlich sind wir nicht die Ersten, die das da machen. Jetzt mal gucken. Wir haben. Na gut, wir haben keinen Schlüssel, ne? Also, wir haben. Ja, brauchen wir wieder einen Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Wir hatten mal einen Schlüssel. Jetzt haben wir keinen Schlüssel. Wir gehen zurück zum Verstoßanlager, verkaufen noch all unser Zeug und dann aber wirklich für heute. Hallo. Dann ist Schluss. Dann haben wir genug. Dann muss ich sowieso erstmal hingehen und ganz viel für YouTube schneiden. Das ist ein Fakt. Yes. Neues Gesicht. Sieht man hier nicht alle Tage. Wenn du etwas brauchst, dann kann ich es dir besorgen. Ja, ich will eigentlich nichts besorgen. Ich will, dass du mir diese ganzen Nahkampfdinger hier wegnimmst. Und, ja, Dienerschaden braucht auch niemand. Weg damit. Ja, die hier kann man jetzt... Ne, das will ich bei meinen... Das will ich im Ramsch haben. Das da auch. Das da kann auch weg. Erhöhter Zauberschaden. Nee. 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 Und nee. Kann ich mal wieder Monster Hunter spielen? Actually wäre das wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee, ja? Ja, könnten wir mal wieder machen, ja? Da würde ich mich auch wieder mal eine Runde sehen. Zwar 500 Jahre nicht mehr gespielt. müsste ich auch actually wieder reinkommen. Aber wir haben ja theoretisch noch das komplette Iceborne-DLC vor uns. Und ich glaube sogar noch ein bisschen was vom Base Game übrig. Wo wir auch noch mal ein bisschen farmen müssten und so ein Stuff. Ich würde wahrscheinlich dann sogar auch das Base Game erstmal abschließen. So wie ich es geplant hatte. Und dann vielleicht sogar mit, YouTube dann wieder reinballern. Also wenn wir dann Iceborne anfangen. Das wäre schon eine Idee. Könnte man auf jeden Fall wieder mehr machen, ja? Hatte ich schon ganz vergessen, dass ich mal Monster Hunter gespielt habe, ja? Und das ist auch aufgenommen. So, der erhöhte Zauberschaden und der erhöhte Feuerschaden da drauf, der gefällt mir extrem nice. Der ist wirklich extrem nice.
Wenn wir das jetzt umbasteln könnten auf andere Sachen, wäre das sogar noch cooler. Aber der hat auch Nahkampfschaden. Ich kann nicht einfach disenchanten. Komm. Wir zerlegen die mal. Dann haben wir die Sachen. Zauberschaden, Splitter, jawohl, Feuerschaden, Splitter. Sehr schön. Und das da, das hätte ich nochmal verkaufen können. Beziehungsweise, weiß ich gar nicht, ob ich das vielleicht sogar drauf gemacht habe. Der Ramsch kommt hier rein, die Uniques kommen hier rein. Jetzt haben wir zweimal dasselbe Unique schon. Also zweimal zwei sogar. Ah, haben wir hier noch bessere Götzen? Wir haben noch eine Rüstungsgötze. Das ist actually besser als das da. Da kann nämlich verkauft werden dann. Actually könnte man das wahrscheinlich sogar tauschen und dann nochmal einen Feuerschaden da reinballern, oder? Das hier ist ja jetzt auch nicht so prickelnd und bräuchte man nicht unbedingt. Dann nehmen wir das doch mal raus. 19 Rüstungen. Ja, das gibt schon 26 Rüstungen, das ist schon besser. Dann machen wir hier die Götze noch rein. Das da kann da rein. So, wir haben ja noch ein Z-Teil. Ja. Na, zumindest mal für einen Ice Mage ein Z-Teil. Ist halt, mit der Elementarzauber, Zaubertempo. Wenn der halt nicht Freeze, sondern Feuer wäre. Das wäre so geil. Das wäre echt cool. Nee. Den will ich actually hier reinwerfen, weil ich glaube, das habe ich da nicht drauf gemacht. Deswegen kann ich den zerschmettern. Jawoll. Plus 3! Ah, weil der ein Rang 3-Ding hatte, ne? Richtig geil. So. Und für die hier kann man dann verkaufen, ja. Damit! Be well. Yay! Dann sind wir für heute wieder durch an unsere YouTube-Boys. Das ist schwarz. Ha, okay. Ich war schon gerade. An unsere YouTube-Boys and Girls. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns definitiv das nächste Mal. Wir haben noch extrem viel Kampagne zu machen. Und, ja. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.